Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. So, es ist die erste Folge, seitdem ich meinen neuen Computer habe, dass ich hier wieder Ultimate Trial aufnehme. Seitdem ist einiges passiert. Hier liegt, by the way, ein Teddy. Ist mir gerade aufgefallen. Und, genau, ich bin ein bisschen raus aus der ganzen Thematik. Ich habe aber eure Kommentare schön gelesen und ihr hattet einiges geschrieben. Das werden wir heute auf jeden Fall abarbeiten. Und, ja, ich habe einen neuen Computer. Falls ihr euch dafür interessiert, ich habe das auf meiner Website jetzt aktualisiert. Unter den FAQs könnt ihr da jetzt lesen, was da aktuell so los ist bei mir mit dem Computer. Und allgemein könnt ihr gerne auf die Website gehen und neue Projekte vorschlagen oder hier ein paar neue Strafen vorschlagen. Gerne einfach in der Videobeschreibung hier auf den Link klicken. Da kommt ihr direkt zu meiner Website, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Super. Außerdem könnt ihr auch gerne dem Discord beitreten. Da können wir labern und genau, da könnt ihr auch eure Ideen teilen. So Leute, aber kann man das lesen? Ah ja, stimmt, das hat man schon. Genau, wir sind jetzt irgendwie im Keller angekommen und da ist hier dieser Typi. Ne? Mit dem wollten wir jetzt eigentlich erstmal quatschen. Geh weg, geh weg! Okay, der ist gesprächig. Ah, Worlds Dimensions Timeless are, I paint them all. Also, Welten, Dimensionen, zeitlos. Ah, I paint. Ich hab sie alle gemalt. Also, er ist scheinbar Maler. Das war's schon. Gut, dann ist das jetzt nicht viel gewesen. Ihr hattet mir direkt einen Hinweis gegeben im Discord. Ich soll doch mal nach dem hier Ausschau halten. Ich habe ihn gefunden. Vorher wusste ich das jetzt nicht. Ich bin froh, dass ich das jetzt im Discord erst gelesen hatte, dass es wohl ein Geheimversteck von ihm gibt. Also Caton, ne, unser, keine Ahnung, wie viele Schweife er hat. 3, glaube ich, oder 4. Ja, kann man mit dem irgendwas machen? Oh. Alter, was? Einfach ein Secret-Eingang? What the heck? Oh, wie cool. Oh, nice. Guck mal. Ja, die Wii U. Meine hat auch so einen verzerrten Bildschirm. Ja, ja. Hier ist, boah, Tears of the Kingdom sogar. Nicht schlecht. Ja, geil. Also, sowas finde ich immer cool, solche Secrets. Die sind wahrscheinlich nicht unbedingt von Relevanz, ne? Aber immer wieder nice, wenn man sowas einbaut. So, da hinten hängt Donkey Kong. Und Mario Block. Ach, guck mal, warte mal, kann ich da jetzt vielleicht mit der Feder dran hüpfen? Das wäre so cool. Warte mal. Oh nein. Aber ich habe Caton gefunden. Ich würde es gerne mal probieren, ob das irgendwie geht. Also ich kann oben drauf klettern, aber scheinbar kann ich nicht unten dran springen. Schade eigentlich. Wäre doch cool gewesen, wenn da jetzt voll das Item rausgekommen wäre, oder? Also das scheint ja einfach so ein Bonusraum zu sein, auf jeden Fall. Ist das cool. Zu dir komme ich gleich. Ich gucke mir hier nochmal ganz kurz alles an. Rote Münzen, die Yoshi-Münzen. Ist schon geil, wenn man das alles so kennt, ne? Oh, guck mal. Da ist eine Flasche Milch. Ja, das ist die gute Yabu-Milch. Kann ich mir aber leider nicht nehmen. Ob das mit anderen Gemälden auch noch geht, das müssen wir dann gleich mal ausprobieren. Hier sind die Instrumente aus Majora's Mask. Tetris ist auch am Start. Hier haben wir noch eine Röhre, vielleicht können wir da rein. Richtig geil. Cool, dann würde ich sagen, wir reden mal mit Caton. Hihihi, hallo junger Mann. Du hast einen geheimen und wundervollen Platz gefunden. Es ist, der versteckte Schatzraum von diesem Bergfried, wo es viele Raritäten und wertvolle Items gibt, die verstaut sind. Ich habe diese Items von anderen Realms collected, gesammelt. Und anderen Zeiten. Du verstehst, ich bin Caton, eine kuriose und spielerische Kreatur. Ich mag es zu reisen und neue Dinge zu finden. Wenn du, mein Freund,
Du bist auch ein Ding. Du bist nicht wie andere, die hier in dem Bergfried kamen. Du bist kein normaler Bergfried-Besucher. You're not like me. Du bist nicht wie ich. Du bist was anderes. Du bist kein Kind und du bist kein Erwachsener. Du bist speziell. Du hast diesen Platz gefunden. Das ist wirklich spektakulär. Du brauchst einen Preis. Fühl dich frei, diesen Raum zu erkunden und nimm mit, was du kannst, wenn du irgendwas Cooles findest. Will aber nochmal reden. Und hast du etwas gefunden? Okay, wir können hier etwas finden. Ne, ich meine, hier ist doch erstmal, oder? Kann ich da nicht rein? Ich kann da nicht rein. Okay, ich soll hier irgendwas finden. Ich finde ja immer noch, dass die Pigments, die nehme ich mit. Okay, ich soll hier irgendwas finden. Also ich finde ja immer noch, dass diese Flasche da sehr speziell aussieht. Als ob die... Ob ich die mir nehmen könnte. Aber sieht nicht so aus. Ja, was soll ich denn finden? Gibt er mir noch einen Tipp? Hast du irgendwas gefunden? Ich habe nichts gefunden. Es ist so geil. Ich find's cool. Leute, ich find's geil. Hammermäßig. Okay, was soll ich finden? Ich denke wirklich, dass es hier wahrscheinlich irgendein Geheimnis gibt oder so. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man hier noch irgendwas bekommen kann. Vielleicht kann ich irgendwie einen Block hauen oder so? Mit dem Hammer? Vielleicht aber auch nicht hier, vielleicht oben. Man weiß es nicht. Ich finde ja immer noch diese Blöcke hier merkwürdig, als ob man da vielleicht was rausnehmen könnte. Da ist auch wieder nichts. Na gut, ich würde vielleicht erstmal woanders wieder hingehen. Aber ich wette mit dir, hier kann man irgendwas finden. Warte mal da. Nö, da passiert auch nichts. Es ist halt diese Flasche da hinten. Ich finde diese Flasche immer noch sehr merkwürdig. Ich finde, die sieht aus, als ob ich die mitnehmen könnte. Ja, kein Plan. Oder Auge der Wahrheit mal. Das könnten wir vielleicht nochmal probieren. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Unsichtbares. Was ich mitnehmen könnte. Vielleicht auch irgendwo noch versteckte Wände oder sowas. Aber ich sehe nichts. Ich finde immer noch die Röhre sehr... Als ob man da reingehen könnte. Ne, ich glaube, hier gibt es nichts weiter, Leute. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare einen Tipp, was ich mir nochmal genauer ansehen soll. Ich hatte im Discord mir das leider nicht ganz so gut durchgelesen. Vielleicht ist da auch schon ein Tipp enthalten. Aber wir wissen auf jeden Fall, dieser Raum ist schon mal da. Ich denke, das ist schon mal viel wert. Wir kommen auf jeden Fall wieder, sobald wir was genaueres wissen. Hätte ich gesagt. Aber cool. Na toll. Warte, ich habe was für dich.
Was denn? Oh, nothing. Traust du den... Was? Kauf your eye in the treasure room? Traust du deinen Augen in diesem Schatzraum? Hier, nimm diesen Token of my application. It's my add a bit of spice to your adventure. Have some fun with it. Es ist meine Würze für dein Abenteuer und hab Spaß damit. You got a mirror mode. Press start to get into the subscreen and enable it with A to reverse the screen. Oh yay. The mirror mode. Okay, warte, wo mache ich das? Mirror mode. Okay. Ich kann jetzt alles spiegeln. Ja, okay, cool. Now with the mirror button in hand, you can see the world in a whole new light. Have fun, my friend. Okay, ist das alles, Leute? Oder gibt's hier noch so andere Dinge zu holen? Wenn, dann schreibt's mir gerne nochmal in die Kommentare. Da lässt er mich erst alles abchecken, bevor ich dann zurückgepfiffen werde, um den Mirror Mode zu erhalten. Aber gut. Aber gut. Ich bin zufrieden. Aber trotzdem irgendwie funny. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Und kann ich jetzt in... Kann man in andere Bilder auch noch rein? Wir gucken mal kurz. Aber hier gibt's schön Zitrone. Oh, er hat was zu sagen. I receive image from different worlds. I must paint them all. Ich habe noch mehr Bilder von anderen Welten und ich muss sie alle malen. Ich guck mal, ob ich in irgendeins noch rein kann. Ba, 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 ba. Es sind auf jeden Fall auch einige Hacks mit dabei, ne? An den Bildern. Okay, ich glaube, wir haben alles. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal für diesen Tipp. Richtig nice. Und es geht eigentlich direkt auch mit dem nächsten Tipp weiter. Tingle dreht sich auch freudig im Kreis. Die haben uns auch alle was zu sagen, ne? Kriegen wir Geld von dem? Nö. Okay, ich glaube, die haben uns doch nicht alle was zu sagen. Genau, es geht weiter. Warte mal kurz. Wir müssen nochmal eine Etage hoch. Ihr hattet mir jetzt diesen Hide gegeben oder diesen Tipp gegeben, Hinweis. Ich soll mal in der Mitte hier ins Wasser hüpfen, ne? Und soll da durch das Tor durchgehen. Aber es ging ja nicht, ne? Das hatten wir jetzt schon festgestellt. Jetzt hattet ihr mir wieder einen Hinweis gegeben. Ich soll doch mal im Laboratorium oben gegen den Hai schlagen. Da gab es nochmal einen Hinweis in den Kommentaren. Das werden wir jetzt gleich mal machen, würde ich sagen. Schauen wir mal, was da passiert. Genau. Du. Und zwar, hier unten ist ja so ein Hai. Das hört sich so an, als ob irgendein Tor sich geöffnet hat. So. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das ist das Tor, was da unten im Wasser ist. Wahrscheinlich ziemlich sicher. Ich bin gespannt. Da-da-da-dum. So, gegen den müssen wir auch noch unser Rennen machen später, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Zack. Ich werde mal den hier noch mit ausrüsten. Ich denke, der könnte nützlich sein. Ansonsten unter Wasser ist ja eher nicht so. So, die richtige Rüstung haben wir an, richtig? Ja. Das sieht gut aus. Okay, wir gucken mal, was hier abgeht. Zisterne. Für alle, die nicht wissen, was eine Zisterne ist, normalerweise ist das halt ein unterirdischer Wasserspeicher. Wird auch von der Feuerwehr und so benutzt, um irgendwo Wasser herzubekommen. Ich weiß auch nicht, ob das für Haushalte genommen wird. Ich glaube aber eher nicht. Ist auf jeden Fall ein unterirdischer Wasserspeicher. Eine Zisterne. So. Wir haben jetzt da schon mal das Tor aufgemacht. Oh.
Der sieht crazy aus. Auf jeden Fall cool, was hier noch alles versteckt ist, oder? Das ist echt der Wahnsinn. Nicht, dass der ohnehin schon die krassen Ideen hier hat in seinem Heck. Nein, da fängt er hier auch noch an und macht krasse Secrets rein und so. Das ist unglaublich, ey. Okay, hier muss ich bestimmt, Ach du Scheiße. Ah, hier ist auch noch Strömung. Oder? Ah, was passiert hier? Wo bin ich? Okay, ich kam jetzt von hier, ne? Glaube ich. Eieieiei. Okay, hier ist alles zugesperrt. Ich glaube, das wollte mich schon in die richtige Richtung treiben. So, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Übrigens sollte es irgendwie zu Veränderungen kommen, weil ich ja jetzt einen neuen Computer habe. Heißt, Stimme hört sich anders an, Bild hört sich anders an, sieht anders aus. Dann, ja, tut mir leid. Vielleicht ist es besser, vielleicht ist es schlechter. Könnt mir gerne mal eure Veränderungen, die euch stören, in die Kommentare schreiben. Falls euch da irgendwas auffällt, dann versuche ich das zu beheben. Wie gesagt, ich bin da jetzt auch erst wieder... Muss da jetzt auch erstmal wieder ein bisschen hinterher sein. Und ja, wir können das vielleicht gemeinsam angehen, das Problem. Und ihr könnt mir sagen, wenn euch irgendwas auffällt, dass ich das dann schnellstmöglich beheben kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, meine Güte. Oh, das sieht aber gut aus hier. Noch ein Schalter auf jeden Fall. Der freut sich sogar. Der freut sich. Irgendwo ist jetzt wieder ein Tor aufgegangen. Alter, wie sollst du dir das denn merken? Heilige Scheiße. Mittlerweile auch echt richtig viele Items bekommen, ne? Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht uns als nächstes als Ziel setzen sollten, erstmal unsere Herzen vollständig zu beladen. Also zu vervollständigen. Weiß nicht, ob das ein gutes Ziel ist. Ja, weil wenn wir alle Herzen haben, ne, das ist ja schon mal viel wert, denke ich. Sollte ich da hinten rechts weiter? Das reinste Labyrinth hier unten, ey. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass das alles so riesig ist. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie klar. Huch. Tja, das ist jetzt halt ein reines Umhergesuche und hoffen, dass wir irgendwo weiterkommen, ne? Da kam man, glaube ich, her, oder? Scheiße, ey. Okay, da ist zu. Ich glaube, da standen wir auch gerade von der anderen Seite davor. Das heißt, es sollte jetzt nicht so schlimm sein. Hä. Hier vielleicht? Die Musik ist auch wieder schön, ne? Haben sich halt extra nochmal neue Musik hier so ausgedacht. Oh. Oh. Okay, das... Muss auch erst hoch, das Tor. Du Scheiße, wo ist denn... Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Tausend Wege. Da ist ein Tor offen, da hinten ist ein... da ist ein Tor zu, da ist noch ein Tor zu. Aber ich finde auch gerade keinen Schalter mehr. Das ist ja ein richtig ekliges Labyrinth hier, ey. Wahnsinn. Eine Karte wäre ganz geil. Haben wir eine Karte? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Also hier so eine Minimap, ne? Das wäre jetzt richtig praktisch, aber ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht worden. Ja, hier waren wir schon. Jo! Aber man kann sich ja auch so ein bisschen treiben lassen. So. Und jetzt sind wir hier. Thank you.
Wahnsinn, ey. Das ohne Map ist schon nicht ohne. So, da ist auch ein Schalter. Den haben wir jetzt auch schon. Also es hat uns jetzt quasi alles hier hingeführt. So. Das würde für mich bedeuten, wir müssen jetzt irgendwo... Aua. Hier vielleicht weitermachen? Ja, das Movement ist halt auch richtig bescheuert hier, ne? Wäre halt geil, wenn wir vielleicht so ein paar Flossen hätten oder so, mit denen wir richtig schnell schwimmen könnten. Das hätte schon was. Aber ich glaube, das bekommen wir hier nicht. Obwohl, abwarten. Man weiß nicht, was einem hier noch erwartet. Oh. Ne, hier kam ich her, ne? Ah, verdammt. Den Schalter hat man schon... Hä, wo soll ich denn noch lang? Also hier kam er her. Das habe ich jetzt. Okay. So, dann war hier jetzt schon ein Tor. Das hat man schon geöffnet. Rechts geht's nicht weiter. Dann geht's nach links. Hier ist ein Tor. Also irgendwo habe ich was übersehen. So, wenn ich jetzt hier meine Schuhe ausziehe, dann treibt mich das nach rechts. So. Was haben wir ganz rechts? Hier ist das Tor, was ich gesehen hatte, das ist zu. Okay. Wenn ich meine Schuhe ausziehe, kann ich den Bumerang nicht mehr verwenden. Also den Fanghaken. Was haben wir hier? Aha. Dann war es der Schalter. Jetzt ist das aufgegangen. Jetzt haben wir es, Leute. Jetzt haben wir es. Jetzt ist das Tor aufgegangen. Jetzt können wir mit dem Fanghaken da dran schießen. Wo auch immer der jetzt war. Ich glaube aber hier in der Richtung. Dann öffnet sich das... Das geht auch noch auf Zeit. Ich höre es gerade. Aber ich glaube, es war jetzt hier links. Ja. Okay. Also gar nicht so schlecht, dass wir das schon mal gesehen hatten. Jetzt ist das Tor offen, richtig? Also hier war, glaube ich, auch jetzt eben noch ein Tor. Ja, und jetzt haben wir es. Warte mal, jetzt ist das Ding zu. Ah, okay, hier brauche ich Pfeile. Hä, warum? Warum das? Das ist jetzt irgendwie sinnlos. Ich verstehe es ja, wenn das versteckt ist, aber warum jetzt hier nochmal mit dem Pfeil reinschießen? Warum? Das checke ich nicht. Da checke ich nicht. So. Wo gibt es noch einen Kampf? Oh oh. Oh oh. Will ich wissen, was da unten ist? Ich glaube nicht. Das sieht mir nach einem Fight aus. Ich kann nicht mal gucken, wo ich da hinschwimme. Mann. Kann ich Kaffee trinken? Oh. Okay, alles klar. Direkt eine Schatzkiste. Okay, was bekommen wir hier? Komm schon. Drück mir die Daumen. Die Eispfeile. Okay, cool. Wenn wir unser Ziel treffen, wird es eingefroren. Und wir können zwischen links und rechts hin und her switchen. Ja, okay. Wir haben jetzt auch schon den anderen Freeze-Zauber gehabt. Ist hier sonst noch was? Ich glaube, das war's, ja. Da ist noch ein Zora! Hallo! Was geht? Oh, den kenne ich. Nimm das einfach und geh. Lass mich allein. Junge, ich will dich nicht. Den habe ich gar nicht gesehen. Direkt die Schatzkiste so aufgemacht. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder wie? Vielleicht sollten wir uns mal den Teleporter kaufen. Für solche Fälle. Aber gut. Ja, dann war das doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben zwei neue Items bekommen. Ja, Eispfeile cool. Das Mirror-Ding weiß ich nicht. Könnte man vielleicht als Strafe nehmen, oder? Was meint ihr? Dass wir quasi spiegeln müssen? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so schlimm ist. I don't know. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so die krasseste Strafe.
Aber cool. Ist halt auch einfach wieder krass, dass hier sowas verborgen ist. Finde ich krass. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder zurückkommen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Leute, ich würde mich schon mal für diese Folge bedanken, dass ihr wieder zugeschaut habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir als nächstes machen. Achso, hier war ich schon. Ich würde sagen, wir gehen mal... Ich will jetzt einfach so machen, wir machen die Arena fertig mit den Monstern. Und ich benutze alles. Wir machen das auf Schwierigkeitsstufe Mittel. Und ich benutze einfach alles, was ich möchte. Wir machen da keine Strafe. Das zählt jetzt einfach als Nebenquest. Als Minispiel. Wir machen jetzt nur noch die Prüfung quasi gegen Endgegner und die normale Prüfung. Das machen wir als, ne, als Hauptteil. Da zählt ganz normal die Todesräder und das Schicksalsrad. Und ansonsten für die ganzen anderen Dinger machen wir immer Schwierigkeitsstufe Mittel und ohne Strafe. Ich glaube, da sind alle fröhlich mit, weil dann kriegt man ein bisschen Progress rein. Eiern nicht immer an solchen Minispielen rum und ich hoffe, dann sind alle glücklich damit. So ist mein Plan. So Leute, ich werde jetzt hier offscreen mal rauslaufen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder draußen. Ich glaube, das will jetzt keiner sehen, wie ich hier mich noch verlaufe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schaut gerne auf meiner Website vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Tretet auch gerne dem Discord bei. Da können wir ein bisschen quatschen miteinander. Und ich würde sagen, oh Gott, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi Leute!